Oh yeah, Elektroschrott. Das ist schon ziemlich krass mit diesem Fatlight, ne? Ich meine, da kann man Videos drüber machen ohne Ende. Das ist irgendwie nie so richtig fertig. Man. Ich habe jetzt hier mein Fatlight drin und ihr seht gerade im Hintergrund, da scrollen gerade Farben durch. Ja? Das ist mein Disco-Programm und ich habe hier so eine kleine Platine gebastelt, ja, hier mit so drei Knöpfchen drauf, und da kann ich mit dem einen Knopf kann ich es aus- und anschalten, ja, und mit den anderen Knöpfen kann ich Slot 1 und Slot 0 laden, ja, von meinem gespeicherten Programm. Aber erstens, das hier sieht noch richtig scheiße aus, ja, das ist halt ein Prototyp, und zweitens, so wenig Knöpfe, und drittens, ja, an und aus ist irgendwie total sinnlos, wenn man einen Power-Button hat. Tja. Das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, um irgendwie noch mehr zu basteln. Gebastelt wird werden, und zwar unter Zuhilfenahme dieser Platine, die ich neulich gemacht habe. Die ist dafür gedacht, sechs Schalter und einen Stecker aufzunehmen. Die Taster, die sehen hier so aus, sind so kleine Drucktaster mit 13 mm langen Knöpfen dran. Und der Stecker, der drauf kommt, ist hier so ein PSK-Kontakt-Ding. Und da mache ich mir auch ein Kabel dafür. Und ja, logischerweise, das Erste, was ich jetzt machen muss, ist es zusammenlöten. Und das mache ich nun. Und dann sage ich noch ganz oft und. Aber einer von den großen Vorteilen von diesen richtigen Platinen hier, von diesen selbstgeätzten, ist der, dass das Bestücken so schnell geht, dass ich hier mal eben kurz das machen kann vor laufender Kamera und ein bisschen mit euch labern dabei. Ohne dass das jetzt allzu lange dauert oder langweilig wird. Naja, okay, euch wird es wahrscheinlich schon langweilig, aber immerhin. Ich brauche da nicht mehr einen halben Tag dafür, wie bei diesen elenden Lochrasterplatinen davor. Na? Kontakte sind zwar in Deutschland gekauft, aber auch hier findet man manchmal leicht verbogene Pins. Na? Willst du wohl, du Luder? Ja, du willst. Ja? Kommt hier so drauf. Auf der anderen Seite sehen wir die Pins rauskommen. Schauen wir, ist das alles gerade, passt alles. Und das löte ich jetzt einfach fest. Der erste ist drin und gut. Vielleicht zeige ich euch das doch nicht in voller Pracht, sondern machen wir einmal hier klicke-die-klick. Klicke-die-klick. Und den Rest mache ich jetzt ohne euch. Ich zeige euch das dann, wenn ich es fertig bestückt habe. Ist jetzt ja nicht besonders spannend, mir beim Löten zuzuschauen. Ne? Ich habe jetzt das Platinchen zusammengelötet. Das sieht von der Vorderseite so aus. Von der Rückseite nicht so prickelnd. Ich weiß auch nicht wieso, aber diese Taster waren scheiße zu löten. Und was wir jetzt machen, nachdem ich das zusammengelötet habe, ist testen. Testen ist wichtig. Und dafür habe ich hier dieses Multimeter, das ist auf Durchgangsprüfer geschaltet. Und hier ist Kabelverhau. Und an der einen Prüfspitze habe ich hier dieses schwarze Kabel dran. Ne? Das ist so ein Dupont-Kabel mit einem weiblichen und einem männlichen Stecker. Und an meiner anderen Prüfspitze habe ich auch so ein Kabel dran, allerdings in Rot. Ne? Und ich stelle euch jetzt mal hier stativtechnisch auf. Was ich jetzt tue, ist einfach, ich stecke erstmal den hier überall dran. Das sollte jetzt nirgends piepen, weil es ist ja kein Taster verbunden. Passt, 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 passt. Das heißt, ich habe schon mal keine Taster, die irgendwie immer an sind oder so. Jetzt sollte der erste gehen. Funktioniert. Die anderen sollten nichts machen. Passt auch. So. Und das mache ich jetzt mit jedem Einzelnen hier. Hier. Passt. 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 Und der letzte auch noch. Passt. Wunderbar. Bisschen Werbung ist einmal an der Stelle mal wieder gegönnt. Mache ich ja genug davon. Diese praktischen Dupont-Kabel hier, ne, die findet ihr, also diese praktischen Dupont-Kabel hier, die findet ihr in meinem Amazon-Store. Der ist unter dem Video verlinkt. Geht doch mal hin und kauft die. Die sind nicht teuer, sind vom Chinamann. Ja, mache ich ein bisschen Kohle mit. Okay, damit ist jetzt das hier soweit fertig.
Und was ich jetzt brauche, ist ein passendes Kabel. Und wie man das Kabel macht, das hättet ihr zwar auch schon bei Paul in einem Video sehen können, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal für den Fall, dass ihr es noch nicht kennt. Ah, jetzt geht es hier an die Krimpomatik. Und um die Kabel herzustellen, die wir brauchen, habe ich hier erstmal ein Flachbandkabel. Das habe ich abgeschnitten auf 8 Pole. Ich meine, wir haben es hier mit 8 Polen zu tun. Und der erste Schritt bei der Vorbereitung des Flachbandkabels ist, dass man die Adern auftrennt, sodass man am Ende einzelne Adern hat. Das macht man mit so einem Skalpell hier. Das ihr übrigens auch in meinem Amazon-Shop findet. Heute ist hier echt Werbetag. Das sieht dann ungefähr so aus, hier einzelne Adern. Das mache ich auf beiden Seiten. Einzelne Adern. Ja. Jetzt müssen die Adern hier jeweils so ungefähr 3 mm abisoliert werden. Ich habe so eine tolle automatische Abisolierzwange, die hat nur einen riesengroßen Nachteil, nämlich die kommt mit so dünnen Kabeln nicht klar. Deswegen mache ich hier, was Generationen von Elektrikern gemacht haben, und mache es mit dem Fingernagel. Ja, man könnte es natürlich auch mit den Zähnen machen, aber das finde ich immer so ein bisschen unhygienisch und vor allem, wenn ich gerade davor mit Blei gelötet habe, auch so ein bisschen ungesund. Die Kabelenden, die ich so erzeuge, die verdrille ich ein kleines bisschen, einfach nur damit ich hier beim Umeinandertun sind nicht gleich die Ritzen irgendwie verdengle. Ja. Ich habe jetzt alle Kabel abisoliert, so auf ungefähr 3 mm Länge. Ich versuche das mal hier irgendwo zu zeigen, wo Licht ist und ihr das sehen könnt. Na, also muss gehen. Und jetzt, wo ich diese Teile hier abisoliert und so ein bisschen zusammengedrillt habe, was natürlich nicht vernünftig funktioniert hat, egal, geht es als nächstes daran, dass da Kontakte dran müssen. Krimpkontakte, das sind so Dinger, die werden hier, das ist hier mit der Lichtsituation echt zum Brechen hier, Krimpkontakte, werden auf solchen Streifen geliefert. Na, ich habe hier auch noch einen, hier, Krimpkontakte. Davon breche ich mir jetzt insgesamt für die Seite 8 Stück raus. Ich mache jetzt erstmal die eine Seite, die könnt ihr sehen, die andere Seite mache ich dann auf Kamera. Ich breche mir also 8 von diesen Kontakten hier ab. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt kommt mein wahrscheinlich liebstes Werkzeug zum Einsatz, die PSK-Krimpzange. Tolles Werkzeug, ich wollte sowas immer schon mal haben. Ich fand die Dinger immer schon total sexy, aber sie sind so fürchterlich teuer, ja, kosten endlos viel Kohle. Dachte ich zumindest immer, in Wirklichkeit ist das eigentlich alles halb so wild. Die hier kostet bei Reich einen Zehner, ja, kann man mit leben. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher mit euch ran, damit ihr auch seht, was ich tue. Ja. Jetzt muss ich nur noch zusehen, dass ich irgendwie im Bild bleibe. Das ist gar nicht so einfach. Also, wie fangen wir hier an? Wir nehmen jetzt so einen Krimpkontakt hier. Ja, so einen kleinen Fiesel hier. Und dann wird die Zange so, dass es einmal klack macht, gespannt. Und dann nimmt man den Kontakt und diese Zange, die ist, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, an der einen Seite sind hier so Einbuchtungen drin und an der anderen Seite ist es glatt. An der Seite, wo die Einbuchtungen sind, da schieben wir den Kontakt rein mit den offenen Teilen. Ja. Ja. Okay, die hier kann ich so noch gar nicht machen. Ich muss das jetzt so ein bisschen drehen, weil es ist einfacher zu halten so. Also ich mache ihn auf. Und dann, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, drücke ich den Kontakt so rein, bis es dreimal klack gemacht hat. Dann ist, vielleicht seht ihr das, das hier oben gerade so geschlossen und der Kontakt ist eingeklemmt. Ja. Wenn man sich jetzt mal so einen von diesen Krimpkontakten aus der Nähe anschaut, ja, kann man das sehen? Ja, fieselig. Ja, Wurstel. Dann sieht man, da sind so zwei kleine Metallfähnchen dran. Und der Plan ist, dass eines von den beiden Metallfähnchen die Plastikummantlung umfassen soll und die andere die abisolierte Litze. Und das heißt, ich nehme jetzt die Zange so, dass die offene Seite zu mir zeigt. Ich habe hier dieses Kabel so abgebogen und das schiebe ich jetzt hier rein. Und dann drücke ich zu, bis es nicht mehr weiter geht. Dann geht es auf. Dann klappt sich das raus. Und was dann rauskommt, ist ein Kabelende, wo so ein Krimpkontakt drauf gekrimpt ist.
Ja. Die Litze ist hier im Metall schön eingeklemmt und die Isolierung ist mit einem anderen Metallding schön eingeklemmt. Das geht wunderbar. Und das mache ich jetzt mit allen 8 Kontakten hier. Ich liebe es, das zu machen. Ich glaube wirklich, dass die Crimpzange mein absolutes Lieblingswerkzeug ist. Man könnte meinen, dass es auch langweilig wird, solche Kabel zu machen, aber ich habe schon mal einen ganzen Abend lang Kabel gekrimpt, einfach nur, weil ich es kann. So. Jetzt habe ich an allen diesen Kabelenden diese Krimpkontakte dran. Und jetzt brauche ich ein Steckergehäuse. Die sehen so aus. Das sind einfach so diese Plastikstecker. Die Originale dazu heißen Molex KK. Die kennt ihr wahrscheinlich vom PC. Die verwendet man zum Beispiel, um Lüfter anzustecken und so ein Zeug. Das hier sind Nachbauten, die sich PSK-Stecker nennen, sind bei Reichelt für sehr wenig Geld zu bekommen. Ich kaufe die immer sehr gerne an. Ich verlinke die auch unter dem Video. Und ja, funktionieren wunderbar. Was ich jetzt mit dem hier mache ist, ich schnappe mir diese einzelnen Kontakte und die werden einfach hier reingeschoben. Solange bis es am unteren Ende Klick macht. Klick, eingerastet. Und das mache ich jetzt mit jedem einzelnen von den Dingern. Manchmal will so ein einzelnes Kabel mal nicht so recht. Da muss man ein bisschen nachhelfen. So. Sind alle drin. Und ich habe jetzt hier so ein Kabel mit Stecker, das tatsächlich einigermaßen profimäßig aussieht. Naja, einigermaßen. Kabel sind nicht hundertprozentig identisch lang, weil ich sie nicht alle gleich abisoliert habe. Deswegen ist hier so ein bisschen Gewirre. Aber sie sind in der richtigen Reihenfolge im Stecker. Und ich kann das hier jetzt so wie es ist nehmen und verpolungssicher hier drauf dengeln. Ja. Klack, sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Und ja, eben deswegen, weil es verpolungssicher ist, ist das eigentlich so meine Lieblingssteckerart. Sind leicht herzustellen und man kann damit keinen Mist bauen hinterher auf dem Board. Ich mache jetzt noch einen ans andere Ende von dem Ding dran. Das geht haargenauso, das braucht ihr euch jetzt nicht mehr anzuschauen. Und danach schauen wir mal am Fatlight, ob es funktioniert. Ich bin jetzt zu voll für Stativ. Ihr müsst mit der Wackelcam für diesen Teil leben. Also hier haben wir jetzt das Fatlight im Gehäuse. Wird momentan ja noch über den Programmer mit Strom versorgt, weil ich mag nicht da mit dem Netzteil und Dingens hier so zum Testen. Man sieht, hier habe ich das Fatlight an die GPIOs von dem Ding dran gedengelt. Und hier haben wir unseren Button-Controller. Und wenn man jetzt mal hier auf den Bildschirm schaut, na, ich zeige das mal gleichzeitig hier, und ich klicke diesen Button. Yay! Slot 0, Slot 1, Slot 2, 3, 4, 5, 6, Slots laden. Funktioniert wunderbar. Das heißt, es macht soweit schon mal, was es soll. Tja, das ist natürlich jetzt auch nur halb geil, weil das hier sieht natürlich so zum Hinlegen noch kacke aus. Das müsste ja eigentlich hier rein. Na gut, dann bauen wir es halt rein. Zack, zack. Frontblende raus, hier ist die Frontblende. Und dann würde ich sagen, streiten wir doch einfach mal mechanisch zur Tat. Wir haben jetzt also hier das Fat Control Board und wir haben hier diese Frontplatte und irgendwie muss das jetzt zusammenkommen. Ich habe mir mit Eagle diese Schablone hier gebastelt, auf der man die Bohrlöcher für die Knöpfe sieht und auch die für die Befestigung oben. Und die will ich jetzt hier rein haben. Jetzt wollen wir nur kurz überlegen, wie rum. Ich will die Buttons ziemlich weit auf der einen Seite haben tatsächlich. Und das dürfte dann ungefähr so aussehen. Das heißt, ich nehme das jetzt hier hin und klebe das hier fest. So einfach mache ich mir das. Ja, auf der anderen Seite gönne ich ihm auch einen kleinen Klebestreifen. Aber nur einen ganz kleinen, mehr braucht es nicht. Und schon ist die Bohrschablone hier drin.
Wie zeichne ich das jetzt an? Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe das große Glück, dass ich das richtige Werkzeug da habe. Ich benutze da einen sogenannten Körner. Das ist im Grunde genommen bloß eine Spitze, mit der man da ein Loch vorprügeln kann. Ja. Und was man damit macht, ist, man setzt es genau in die Mitte von dem, wo man das angezeichnet haben will, und haut mal richtig drauf. Vielleicht sieht man das hier, das hat hier ein glattes Loch durchgehauen, und das wird man auch im Plastik gut sehen können, und da kann ich dann durchbohren. Das mache ich jetzt mit allen meinen Löchern. Ja, alles angezeichnet. Jetzt kann das blöde Papier da raus. Und ja, das wird man jetzt wahrscheinlich auf der Kamera nicht vernünftig sehen können, aber die Löcher sind perfekt angezeichnet, sind sehr gut zu erkennen. Die brauche ich jetzt nur noch bohren. Ja. Bevor ich das allerdings mache, muss ich mal kurz rausfinden, diese Teile hier, die Taster, wie viel Platz die eigentlich brauchen. Ich habe so die Vermutung, die 3,2 mm, die ich für die M3-Schrauben für die Befestigung verwendet habe, die könnten reichen. Das wird ein bisschen knapp. Ja, das müsste man mal schauen. Also ich werde es erstmal mit 3,2 mm bohren, dann muss ich aber mal schauen, ob es reicht. Ah, Bohrmaschine ist vorhanden. Ich verwende einen 3,2 mm Bohrer, minimale Drehzahl, also 5000. Und Bohrständer verwende ich allein schon deswegen, weil ich den in letzter Zeit immer benutze. Ah, ein bisschen Licht, damit man vernünftig arbeiten kann. There we go. Ja, wenn man Plastik bohrt, muss man zwischendurch immer mal einigermaßen sauber machen. Das ist ein bisschen eklig. Übrigens ein großer Vorteil davon, wenn man mit dem Körner markiert, ist, dass der Bohrer gewissermaßen von selbst so ein bisschen in die Löcher reinrutscht. Das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Diese Löcher sind absolut fantastisch geworden. Das sieht richtig professionell aus. Die Bohrmaschine lasse ich mal noch in der Nähe, für den Fall, dass ich gleich nochmal irgendwie nachbohren muss. Das kann sein, dass die Löcher für die Taster ein bisschen zu klein sind. Aber jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Material. Und zwar hier aus der großen Kiste mit den Hartwaren. So, ich würde sagen, als Abstandshalter, ja, schauen wir mal, ob M3 10 mm, ob das was taugt in dem Fall. Die Abstandshalter kommen dann um die vordere Seite dann, also so, dass das hier vorne an der Platine ist. Dann werden die da durchgesteckt. Ja. Macht sich ziemlich gut. Das ist ziemlich perfekt. Werde ich verwenden. Ja, das heißt, ich nehme hier diese Teile, da habe ich vier davon. Und um die zu befestigen, brauche ich vier M3er Muttern. Von denen habe ich zum Glück ein paar. So. Fun Fact, diese Abstandshalter waren in den letzten Monaten, mal abgesehen von dem ganzen Equipment fürs Ätzen von Platinen, mein größter Kostenpunkt. Weil, das hätte ich jetzt früher auch nicht gedacht, die Dinger sind wirklich relativ teuer. So, jetzt schauen wir nochmal, ob alles so passt, wie wir uns das vorstellen. Oh, ist das geil! Wirklich, die Knöpfe stehen nur so einen Millimeter oder so hervor. Also die Knöpfe stehen wirklich nur einen Millimeter oder so hervor.
Die kann man gerade eben so drücken. Das ist ganz schön geil. Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch die ganze Platine befestigen. Und das machen wir mit Schaum. M3 mal 4 mm. Vier Stück. Schraubendreher ran. So, der Gerät ist eingebaut, wie man sieht, und verkabelt. Ich drehe das mal um. Ich meine, da kann man doch wirklich nichts sagen, oder? Das kommt doch absolut geil. Und wie man hier sieht, ich habe beim Einbauen schon so ein bisschen geklickt. Wenn ich jetzt hier rumklicke, dann lädt er die Settings von den jeweiligen Slots, genau wie er das soll. Mission accomplished. Jetzt muss ich nur noch das Gehäuse zumachen, den Monitor wieder draufstellen und den Strom. Und dann gucken wir uns mal an, wie sich das so auf dem Fatlight auswirkt. Ja, schauen wir mal, was passiert. Wir sind jetzt auf Slot 0, dann mache ich 1, der ist grün, 2 ist blau, 3 ist grün. Mann. Sollte eigentlich gelb sein, das war nicht so ein schönes. Dann haben wir hier lila. Und ganz am Ende haben wir Türkis. Yay! Wunderbar, funktioniert alles. Und ja, sieht cool aus. Ich bin begeistert davon. Ist eine gute Sache geworden. Und da habt ihr doch heute mal richtig was zu sehen bekommen. Auch mit Basteln und so weiter. Und es ist das erste Mal, dass ich irgendwas bastle, was hinterher nicht total verhauen aussieht. Ich meine, hey, das ist richtig edel. Das gefällt mir. Und ja. Ich glaube, jetzt muss ich mir wirklich langsam aber sicher mal ein neues Projekt suchen. Aber ich hatte da heute so eine Idee. Dafür müssen nur noch Teile aus China kommen. Und bis die Teile kommen, sage ich einfach mal Tschüssing.